In diesem Video zeige ich euch, wie ihr für etwa 2 Euro eine ordentliche ADSB-Antenne selber bauen könnt. Viel Spaß! Die ADSB-Antenne wird in diesem Fall nach dem Groundplane-Design gebaut. Die Anleitung dazu habe ich vor einiger Zeit auf der Website atok.com gefunden, auf die auch durch alle möglichen Foren verlinkt wird. Der Link dazu ist aber natürlich auch in der Videobeschreibung. Die Antenne besteht im Grunde nur aus einem Flansch mit entsprechendem Antennenanschluss und ein paar Stücken Kupferdraht. Der Draht ist in meinem Fall Aderleitung mit einer Ader und einem Querschnitt von 1,5 mm. Zudem braucht man einen recht starken Lötkolben und Lötzinn, da die Drahtstücke an den Flansch gelötet werden müssen. Im ersten Schritt schneidet man sich vom Draht 9 Stücke ab, die etwa 8 cm lang sind. Danach kann man bereits an der Anschlussseite des Flansches mit Hilfe des Lötkolbens einiges an Lötzinn aufbringen. Im nächsten Schritt werden dann 8 der Drahtstücke im gleichen Abstand an den Flansch angelötet. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man keine kalten Lötstellen hat, da sonst die Antenne eventuell weniger gut funktioniert und auf jeden Fall nicht sehr stabil ist. Das übrige Drahtstück wird zudem noch an den Pinnen in der Mitte des Flansches gelötet. Bevor wir im letzten Schritt die 8 Drahtstücke auf die richtige Länge stutzen, müssen diese im 45-Grad-Winkel nach unten gebogen werden. Die Drahtstücke müssen danach so angepasst werden, dass diese vom Flansch aus gemessen etwa 6,8 cm lang sind. Ebenso muss das obere Drahtstück inklusive dem Pin im Flansch auch 6,8 cm lang sein, was übrigens ein Viertel der Wellenlänge der ADSB-Frequenz von 1090 MHz entspricht. Damit wäre die Antenne fertig und bereit, um ADSB-Signale zu empfangen. In meinem Fall hat mich der Flansch übrigens nicht mal 1 Euro gekostet und die Kupferader hatte ich noch hier so rumliegen von einem anderen Antennenbau. Insgesamt sollte die Antenne aber nicht viel mehr als 2 Euro kosten. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.